Willkommen bei Let's Play Amnesia Haunted Hallways. Und zwar... Okay. Offensichtlich kann man hier nichts öffnen. Das ist eine Remake-Custom-Story. Die gab es wohl auch schon vorher. Allerdings muss ich sagen, die Erklärung ist ein bisschen doof. Wenn man es kennt, weiß man, was zu tun ist. Jetzt ist das Problem, ich kenne es nicht. Und weiß dementsprechend nicht, was zu tun ist. Ich vermute mal, das ist jetzt einfach hier irgendwie so eine Art Korridor, wo man die ganze Zeit lang geht und irgendwann kommen, keine Ahnung, Jumpscares oder so. Hier oder so. Trifft schon ganz gut. Und ja. Keine Ahnung. Ich gehe halt hier rum und versuche halt irgendwie weiterzukommen. Erste Etage. Oder erster Weg. Das ist bestimmt so wie SCP. 087B, nur in ausführlicher Version. Glaube ich zumindestens. Obwohl, hier steht jetzt keine 2. Aber gut. Das ist nie ein gutes Zeichen. Außerdem muss ich mal eben hier irgendwie den Timer anmachen, damit ich weiß, wie viel ich machen kann, bis vor der Part zu Ende ist. Setzen wir das Limit also auf 12 Minuten. Gehen wir mal rechts. Ich bin nicht so gern der Linksgänger. Ganzen Blut, das ist kein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, ob man hier überleben kann oder stirbt. Bis jetzt habe ich nur Blut und Geräusche. Floor Nummer 3. Scheinbar haben wir auch keine Ölanzeige oder so. Zumindest nicht, dass ich eine gesehen hätte. Wow! Fuck! Fucking piece of shit. Ah. Gott verdammt. Bitches. Bitch please. Also haben wir hier diese Art von Jumpscares. So, so. Gerade durchgehen. Ein Zettel. Ein riesiger Notizzettel. Was? Hint. Sometimes both parts are correct. In such case, one path always hides a secret. Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Wir gehen rechts. Wir halten uns einfach mal rechts. Irgendwann laufen wir wahrscheinlich im Kreis und haben sowieso genug Jumpscares oder so ein Shit. Oh. Da ist so lange hierbei runter. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir das schon auf die Art und Weise. Nil. Nil. Und wie immer draußen Krach. Wie immer. Würde mich nicht wundern, wenn gleich unten rechts in der Ecke irgendwie so ein kleines Fenster auftaucht. Ja, der und der hat dir gerade geschrieben. Bla 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 bla. Rechts oder gerade durch? Ich gehe mal rechts. Wenn die Tür mal nicht zu wäre. Also ist das der falsche Weg? Hä? Jumpy jump. Nee. Door is now unlocked. Das machen die. Es macht Sinn. Die haben das Inventar komplett entfernt.
Maustaste gedrückt halten zum Bewegen. Da, 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 da. Oh! 6. What the fuck? Huh? Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt war. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man das durchspielen kann oder das Endresultat sowieso ist, dass man stirbt. Außerdem habe ich jetzt öfters schon gehört, dass einige Custom Stories verbuggt sind. Und da ich das erste nie gespielt habe, kann ich nicht sagen, ob man irgendwie durchkommen kann. Lass mal einen Schluck trinken. Es ist ziemlich warm in meinem Zimmer. Ich habe ein Dachfenster, ein Dachzimmer. Und da muss man sich natürlich gekühlt halten, sonst krepiert man. Obwohl es die letzten Tage eigentlich eher kalt war. Mhm. Hint. Don't trust the blood. Hätte ich jetzt nie gedacht. Ich dachte jetzt, ja, ja, das war schon alles richtig. Sei denn natürlich, die Macher wussten das und sagen, don't trust the blood, damit man dem Blood nicht trustet, damit man nach links geht. Und links ist wirklich halt die Falle und rechts ist dann das Richtige. Aha. Wo gehen wir lang? Wir wollen natürlich nicht sterben. Aber man kann dem Blut ja auch nicht vertrauen, sagt der Zettel. Aber warum sollte der Zettel lügen? Links, rechts, wo lang, wo lang, wo lang? Ich bin schlecht im Entscheiden. Links. Vielleicht ist links eine Falle, weil die Leute dann, weil der Typ sich gedacht hat, schreibst du auf den Zettel, gehst nach links? Weil du sollst ja nicht dem Blut vertrauen? Und dann vertraust du dem Blut nicht, gehst um die Ecke, BAM, tot. Oder du vertraust dann trotzdem dem Blut und das ist, wie der Zettel recht hatte, eine Falle und du stirbst. Oder beides ist eine Falle und du stirbst. Super duper, ich habe keinen Plan. Don't trust the blood. Don't trust the blood. Aber der Entwickler weiß das eigentlich, dass dann vielleicht die Leute so reagieren und hat dann tatsächlich rechts einen Fall eingebaut oder doch links. Ich habe keinen Plan, Leute. An der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Das ist ein sehr kurzes Video. Aber ich werde mich dann beraten und gucken, welchen Weg ich gehen soll. Also, wenn es euch gefallen hat, teilt, liked und subscribe dieses Video. Wenn es euch interessiert, könnt ihr in den Kommentaren unten reinschreiben, in welche Richtung ich gehen soll. Links oder rechts, dem Blut nach oder nicht dem Blut nach. Bis zum nächsten Part in Amnesia Haunted Hallways Remake.